Andro mit dem Euro. Mega, dass ihr schon was geplant habt. Schaue euch schon seit 5 Jahren, wollte fragen, ob ihr immer noch einen Ständer habt von Michaela Schäfer nackt im Studio. Ich sag dir es, wie es ist, Jungs. Und nochmal ein kurzer Real Talk dazu, Michaela Schäfer rauspacken, ne? Dieses Erlebnis damals, sage ich euch, wie es ist, war geisteskrank. Waren sehr nervös. Ihr müsst euch vorstellen, das wurde alles über Management, dies, das, Ananas geklärt. Wir fahren damals mit meinem blauen Audi A7. Erst haben wir noch gesagt, ja klar, klär du mal. Ja, ja. Ach, ne? Du, ja, natürlich. Fahren wir einfach an den Flughafen und ihr könnt jetzt halten oder sagen oder machen oder tun, was ihr wollt. Aber Thies ist ein Macher. Eine Michaela Schäfer einfliegen zu lassen für ein Video. Kennt ihr andere Psychopathen an YouTubler, die sowas durchziehen? FIFA-YouTubler muss ich sagen. FIFA-YouTubler wie wir. Wir haben die einfliegen lassen und holen sie dann am Flughafen ab mit ihrem Louis Vuitton-Handtäschchen. Und jetzt. Merci. Jetzt müsst ihr erstmal die Brücke bilden. Um ein Smalltalk irgendwie. Wir waren noch, wer geht hin, wer sagt Hallo? Ich so, das ist, fuck, ich bin so nervös. Wer bildet die Brücke zum Smalltalk? Dass einfach Michaela Schäfer, die damals durch jede sämtliche Fernseh-TV-Formate durchgehupst ist, wer macht das? Ron Bilecki, ja. Ron Bilecki ist ja. Chat, ihr dürft aber auch nicht die heutige Zeit mit der damaligen YouTube-Zeit vergleichen. Wann haben wir das gemacht? 18? 18 war das, glaube ich. Vor allen Dingen, Ron Bilecki ist ja kein FIFA-YouTuber. Digga, damals FIFA-YouTuber, du hast deinen. Dich dann aus dem Umkreis rausbewegt. Ja, und das haben wir damals schon durchgezogen. Und dann wurde es auch ganz schwierig, als es dann losging mit dem Video und eine Michaela Schäfer, also ihr wisst ja, die hat ja keine Hemmungen, ist ja eigentlich... Herznippel hatte sie schon damals. Herznippel hatte sie, ist ja einfach egal, ne? Ich meine, das ist ihr Business. Aber wisst ihr, was sie gemacht hat? So, wir sitzen hier. Michaela Schäfer so, Jungs, wir können dann anfangen. Ich bin dann bereit, ne? Wir so, ja, alles klar. Du kannst dich hinten umziehen. Nö. Hier, den hier. Ich zieh mir nur noch schnell was anderes an. Und da saßen zwei Buben so. Wo gucken wir hin? Sich gar nicht getraut rumzudrehen. Wo gucken wir hin? Und hinter dir steht eine Michaela Schäfer so. Ich zieh gerade noch den schwarzen Tanga an. Warte kurz. Und das Beste war, nach dem Dreh waren wir dann hier, bevor wir sie zum Flughafen gefahren sind. Sie hockt sich da hin, so bekleidet auf dem Diss-Eck der Couch, chillt da so an dem Handy. Wir so, ja du, sag mal, magst du was essen? Wir haben halt hier jetzt so in Grünstadt, in Grünstadt haben wir halt hier nicht so, jetzt so gesunde Sachen. Oh, das macht mir gar nichts, was gibt's denn hier? Ja, wir hätten halt hier so eine Klobus, da gibt's so Fleischkäsebrötchen. Oh ja, so ein geiles Fleischkäsebrötchen wäre was Feines. Ja, könnt ihr mir gerade mitnehmen. Und schön dick Senf drauf, danke. War wild, Digga. Aber die war übelst korrekt, Chat. Mega lieb, mega lieb. Wie es ist. Mega lieb. Die war mega korrekt. Und schön feucht. Gut, die Details wollen wir jetzt auslassen, ne? Ist das geflutscht damals? Was man da noch für sein Geld bekommen hat, damals. Und Chat, soll ich mal sagen, das Peinlichste an der ganzen Sache war, danach hatten wir noch die Handynummer. Und zwei dumme Leute sind auf die Idee gekommen, den Kleinschaft. Ich musste ja eh noch dieses peinliche Bild von früher schicken. Ja, von dir. Ja, ich habe nur zwei blaue Haare zurückgekriegt. Das war echt unangenehm. Nee, die hatten nichts drunter, Meister. Die saß da ja nur in Unterwäsche. Wie der Vogelsammer gerade guckt, haben wir da geguckt. Das war schon lustig, ja. War schon wild. War schon eine wilde Zeit. Das haben aber Frauen dazu gesagt. Die wussten nie, dass er da war. Ja, wir haben gesagt, es kommt ein Freund. Michael. Wir haben gesagt, Cristiano kommt. Michael Schäfer kommt, haben wir gesagt. Aber schon war schon wirklich geisteskrank, wie die damit umgeht halt einfach, ne? Und das Allergeilste war, Zeitung löse ich nicht. Ich sag euch, die sollen irgendwas reinschreiben. Ist ja egal. Hauptsache Presse. Ja, Hauptsache es gibt Rubel. Und dann fahren wir, also es war wirklich auch ein langer Drehtag, ne? Also die war echt lang, da den ganzen Tag. Dann fahren wir hier wieder los, fahren auf die Autobahn. Simon und ich, also sie hat hinten gehockt, wir labern. Und dann irgendwann so, ja, Michaela, ne? Und wir gucken nach hinten so. Die ist voll weggeknackt. Die war einfach weggeknackt, so im Auto. Und dann habe ich nur, also sie lag so im Auto. Und dann habe ich nur nach rechts geguckt und habe gesehen, wie jemand gerade seinen Reißverschluss aufgemacht hat. Es war so klar, es war so klar. Und sich abgeschnallt hat und ich hab, ich hab kurz so geguckt und die Mau so, als er es gesehen hat. Ich so und die Mau.
Simon hat gedacht, er kann die Chance mitnehmen. Und dann habe ich Glatzel gespielt. Dann habe ich Glatzel gespielt. Am Rondon vorne habe ich einen Glatzel gespielt. Weiß schon. Das war eine tolle Zeit, oder? Das war eine tolle Zeit. Aber die ist voll weggeknackt. Ja. Ja, die war komplett weg. Weiß halt auch nicht. Ja, nee, das geht zu weit. Das war auch immer eine lustige Dinge. Die war so ehrenlos. Es war mir so klar. Und dann habe ich von rechts nur noch gehört, einfach perfekt. Und dann ist sie wieder heimgeflogen. Und das Wichtigste an der Sache war, dass sie eine Visagistin kriegt. Das war ihre einzige Voraussetzung, dass an dem Tag eine Visagistin da ist. Ja, aber muss auch sagen, auch da, geisteskrank korrekt von ihr. Die hat null Ansprüche gehabt. Die hat nur gesagt so, ey, habt ihr irgendwie eine Freundin, die ein bisschen schminken kann, ein bisschen Haare machen kann und so für das Video? Wäre ganz cool, ne? Und dann hab ich gesagt, ja, klar. Und dann könnt ihr euch vorstellen, haltet euch fest, wir rufen beim, also wir haben niemanden jetzt groß gekannt damals. Wir rufen an, sagen, wir haben hier so einen Dreh mit Michaela Schäfer. Wir würden gerne hier jemanden buchen von euch, wo ihr so ein bisschen die Haare dies, das anders macht. Michaela Schäfer, das trauen wir uns nicht zu. Wir so, hä? Gibt's doch gar nicht, ne? Beim zweiten Friseur angerufen. Wie sieht's denn aus? Wir bräuchten hier jemanden. Oh, nee, das können wir nicht machen, ne? Das ist uns, ne? So, wir so, entspannt euch, die ist wirklich voll entspannt. Die braucht nur jemanden für ein bisschen Haare. Bis wir jemanden gefunden haben, der sich getraut hat, Michaela Schäfer zu schminken und die Haare zu machen. Die haben sich alle eingepisst. Ja. Ja, dass dann niemand sieht und die sind zufrieden und ja. Was mache ich dann? Genau. Gibt vielleicht schlechte Werbung für unseren Laden. Ja. Und geisteskrank. Ja, wir sind gerade am Packspalantin dran. Ich hätte es mir auch zugetraut, PJ. Ich glaub's auch. Für Michaela Schäfer gerade. Hat den eigenen Kanal gemacht. Ey, aber seitdem wir damals zu der gesagt haben, sie mussten mehr Social Media Business aufziehen, hat die das gemacht. Ja, auch, ne? Und seitdem lief's auch gut bei ihr. Ja. Also eigentlich muss sie abdrücken, ne? Oh Mann, war das wirklich eine geile Zeit. Und ich weiß noch damals, mein Cousin so, als ultimativer Malle-Fan, ne, und hier so B-Promi-Experte, ne, macht er so, ey, kann ich mal bei euch vorbeikommen, weißt du doch. Ja, da war doch dann der Lieferant für die Fleischkäsebrötchen. Den ganzen Tag am Telefon daheim gehockt in der Firma. Bitte ruf mich jetzt an, bitte. Ja, ist es jetzt schon soweit? Ja. Die Mau ruft ihn an. Ja, ja, ich komm, ich Ich fahr los, weg. ich fahr los. War eigentlich cool. Noch Bilder mit ihr gemacht. Ja, das waren Zeiten. Simau, wie war's so im Auto? Ja, Timo hat ein bisschen gestört. Aber ansonsten war's gut. Oh, was ist denn das da? Da kommen sogar Flammen oben raus. Da kommen sogar das Zeug. Guck, was ist das? Oh, Foden! Mit dem kleinen Hoden. Junge, ich reiß hier gerade alles ab, hä? Reiß komplett ab. Guck mal, so ein Dance macht auf die Mika. So hab ich dann auch getanzt, nachdem sie aus dem Auto raus ist. Bin ich so rausgelaufen. So. Am Flughafen. Ja. Als die Leute mich angeguckt haben. Ja, was ist sie? Das war damals aber auch krank, ne? Als wir die dann rausgelassen haben, da war auch gerade so eine Truppe, die wahrscheinlich normal oder irgendwo hingeflogen ist, auch direkt alle direkt auf sie drauf geströmt. Aber beim Ankommen hätte ich sie nicht erkannt, wie die da stand. Wir haben sie nicht erkannt. Sieht nice aus, hä, Chat? Zwei Spielerpack, als zwar untauschbar, was würden der aber kosten? Jungs, unser Account ist so da, ne? Da mussten wir uns halt auch bei den Aufnahmen von Pro Skin noch ein bisschen was anhören, dass es ja eine Frechheit wäre. Wir würden gar nicht richtig arbeiten. Wir hatten danach gar keinen großen Kontakt mehr mit ihr. Wir haben ein little bit Problem-Chat. Warum?